Jedes Wochenende fahren Mark und Faye Leveson in den Waratah-Nationalpark nördlich von Sydney. Sie haben Suchgeräte und Schippen dabei. Sie haben sich eingelesen in die Gedankenwelt und das Vorgehen von Straftätern. Und jedes Mal haben sie die große Hoffnung, endlich einen Durchbruch zu haben. Seit 10 Jahren fahren sie jedes Wochenende in den dicht bewachsenen Park. Die Verzweiflung, der Schmerz und die unendliche Trauer treiben sie an. Sie suchen ihren Sohn. Und sie wissen, dass er da draußen irgendwo sein muss. Die letzte Nacht. Es ist die Nacht des 23. September 2007 und das Nachtleben im australischen Sydney pulsiert. Auch im Club Arc ist es in dieser Samstagnacht voll und unter den fahrenden Partygästen sind 2 Menschen. Matthew Leveson und Michael Atkins. Seit 1 Jahr sind die beiden zusammen. Matthew lernt 2006 mit gerade einmal 19 Jahren den 43-jährigen Michael kennen. Auch wenn sie ein großer Altersunterschied trennt, wirken die beiden glücklich gemeinsam. Sie gehen oft zusammen feiern. So auch an diesem Abend. Gegen 2 Uhr nimmt eine Überwachungskamera draußen auf, wie Matthew und Michael den Club verlassen. Sie sehen harmonisch zusammen aus, doch irgendetwas ist an dieser Nacht zwischen den beiden passiert. Matthew ist wütend, dass er wegen seines Freundes früh den Club verlassen muss. Einem Freund schreibt er in der Nacht um 3.20 Uhr, Mike macht Stress, er hat mich mitgenommen und mir verboten zu bleiben. 1 Minute später, er muss verdammt nochmal mit sich selbst klarkommen. Es ist das letzte Lebenszeichen, das es von Matthew gibt. Zwei Tage später klingelt bei Matthews Eltern das Telefon. Der Arbeitgeber ihres Sohnes ist am anderen Ende und er ist besorgt. Schon am Montag hat Matthew gefehlt. Auch heute ist er nicht zur Arbeit gekommen und ist nicht erreichbar. Mark und Faye Leveson sind sofort alarmiert. Sie haben ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Sohn. Wenn er krank wäre, hätte er sich bei ihnen gemeldet und es sieht ihm nicht ähnlich, nicht auf ihre Anrufe und Nachrichten zu reagieren. Stattdessen können sie nur Michael erreichen. Und dieser teilt ihnen erst auf Nachfragen mit, dass Matthew am Sonntagnachmittag das gemeinsame Apartment verlassen hätte, ohne zu sagen, wo er hin will und seitdem nicht mehr zu erreichen ist. Der Verdächtige. Alarmiert vom plötzlichen Verschwinden des 20-Jährigen beginnt die Polizei eine groß angelegte Suche. Auch Matthews Eltern und seine Brüder können nicht untätig zu Hause sitzen und suchen die Gegend ab. Sie ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Suche nach Matthew 10 Jahre lang ihr Leben bestimmen wird. 4 Tage nachdem Matthew das letzte Mal lebend gesehen wurde, gibt es einen ersten Hinweis. Sein Auto wird gefunden. Es steht am Waratah Nationalpark, einem bekannten schwulen Treffpunkt. Und seiner Familie kommt sofort etwas merkwürdig daran vor. Der partyliebende Matthew hat sein Auto zu einer fahrenden Disco mit riesigen Subwoofer im Kofferraum umgebaut. Doch nun ist dieser Subwoofer gewaltsam herausgerissen. Was Matthew niemals selbst getan hätte. Sein Bruder beschleicht sofort einen Verdacht. Es gibt nur einen Grund, hektisch den Kofferraum auszuräumen. Jemand hat darin einen Körper transportiert. Jemand hat Matthew ermordet. Die Polizei hat indes bereits einen Verdächtigen im Visier, denn im Auto haben sie eine Quittung gefunden. Matthews Fingerabdrücke sind nicht darauf zu finden, sondern nur die seines Freundes Michael. Die Quittung wurde am 24. September 2007 um 12.20 Uhr ausgestellt. Angeblich der Tag, an dem Matthew, laut Aussage von Michael, plötzlich verschwand. An diesem Tag war Michael in einem Baumarkt und er hat laut Rechnung eine Hacke und Gaffertape gekauft. Die Überwachungsaufnahmen aus dem Baumarkt zeigen ebenfalls Michael beim Einkaufen. Er ist alleine und hat bei seiner Befragung ausgesagt, um diese Uhrzeit geschlafen zu haben. Doch es sind nicht die einzigen Überwachungsaufnahmen, die die Polizei untersucht. Sie sichten ebenfalls die Aufnahmen von der Partynacht.
Sie sehen, wie Matthew und sein Freund gemeinsam den Club verlassen. Und zur großen Überraschung sehen sie, wie eine Stunde später Michael alleine wieder in den Club geht. Ein Jahr nach dem plötzlichen Verschwinden von Matthew klicken für Michael Atkins die Handschellen. Die Ermittlungsbehörden sind mittlerweile überzeugt, dass Matthew Levison tot ist. Ermordet von seinem eigenen Freund. Doch Michael schweigt. Immer wieder gibt er dem Ermittlungsteam andere Versionen, was er am Tag von Matthews Verschwinden getan haben soll. Mal habe er geschlafen, mal sei er zum Baumarkt, um Werkzeug für seinen Gemüsegarten zu kaufen. Ein Garten, der nicht einmal existiert. Auch während seines Prozesses, der im September 2009 stattfindet, bleibt Michael dabei. Er ist unschuldig. Die Staatsanwaltschaft präsentiert indes ihre Beweise, dass Michael Atkins mehr weiß, als er zugibt. Seine Lügen in den Vernehmungen, sein Einkauf im Baumarkt und er ist die letzte Person, die Matthew lebend gesehen hat. Doch der entscheidende Beweis für den Mordprozess fehlt vor Gericht. Matthews toter Körper. Auch 2 Jahre nach seinem Verschwinden und trotz umfangreicher Suchmaßnahmen gibt es keinen Hinweis darauf, wo er sein könnte und ob er wirklich tot ist. Es ist der entscheidende Beweis, weshalb sich die Jury nach 5-tägiger Beratung für ihr Urteil entscheidet. Nicht schuldig. Die Suche. Matthews Familie kann das Urteil nicht akzeptieren. Sie glauben Michael kein Wort seiner angeblichen Unschuld. Sie sind überzeugt, dass er seinen 20-jährigen Freund umgebracht hat und er der Einzige ist, der weiß, wo sein Körper ist. Matthews Eltern Mark und Faye haben deshalb nur noch einen Sinn in ihrem neuen Leben, dem Leben ohne ihren geliebten Sohn. Sie müssen ihn finden. Jedes Wochenende fahren sie zu dem Platz, an dem Matthews Auto gefunden wurde. Sie sind sich sicher, dass irgendwo dort in dem dichten Waldgebiet die Antwort auf all ihre Fragen ist. Sie lesen sich in die Psyche und Gedankenwelt von Tätern ein. Sie wollen für ihre Suche selbst denken wie ein Mörder, so wie der Mensch, der dort mitten in der Nacht irgendwo ihren toten Sohn vergraben hat. Sie gehen nachts durch den Wald, suchen geeignete Pfade und Wege, die man im Dunkeln langgehen könnte, und kommen nach Tagesanbruch wieder, um genau an diesen Stellen zu graben. Jedes ihrer Wochenenden verbringen die beiden verzweifelten Eltern im Wald. In der Hoffnung, ihren Sohn zu finden. Und das für Jahre. Der Deal. 2015, 8 Jahre nach dem Verschwinden von Matthew Levison, gibt es den ersten Erfolg für seine Familie. Immer wieder haben sie versucht, dass der Fall erneut geöffnet wird. Und im Dezember 2015 entscheidet die Staatsanwaltschaft überraschend, dass neue Ermittlungen eingeleitet werden sollen. Doch die Ermittlungsbehörden stehen vor einem Problem. Alle Hinweise, alle Spuren und alle Beweise deuten auf einen Mann als Tatverdächtigen. Michael Atkins. Doch dieser ist rechtskräftig freigesprochen worden. Das Ermittlungsteam entscheidet sich deshalb zu einem Schritt, den es so noch nie in Australien gegeben hat. Und sie beziehen Matthews Eltern in ihre Entscheidung ein, die sich nichts sehnlicher wünschen, als ihren Sohn wiederzufinden und dafür auch akzeptieren würden, dass sein Mörder nie bestraft wird. Michael Atkins wird ein Deal vorgeschlagen. Er muss unter Eid aussagen, wo sich Matthews Körper befindet. Dafür erhält er Immunität und wird nicht erneut angeklagt. Wenn er es nicht sagt, wird er stattdessen wegen Meineids zu 10 Jahren Haft verurteilt. Michaels Mutter Faye bezeichnet es als Deal mit dem Teufel. Doch es ist ihre letzte Möglichkeit zu wissen, wo ihr Sohn ist. Zehn Jahre hat Michael Atkins sein Geheimnis bewahrt, hat Matthews Eltern Qualen und Verzweiflung ausgesetzt, die jedes Wochenende ihren Sohn im Wald gesucht haben, bis er sein Schweigen bricht und auf einen Zettel malt, wo er vor 10 Jahren seinen Freund im Kofferraum von Matthews Eltern in den Wald gefahren und ihn dort vergraben hat. Eine groß angelegte Grabung kann schließlich das zutage bringen, wonach Matthews Eltern 10 Jahre gesucht haben. Das Skelett ihres Sohnes. Doch ihre Fragen kann der Fund immer noch nicht klären. Warum musste Matthew sterben? Warum hat Michael 10 Jahre geschwiegen?
Und wurde ihr Sohn wirklich ermordet? Dann Michael Atkins gibt an, dass er sich nicht erinnern könne, was in der Partynacht vor 10 Jahren passiert sei. Die Polizei wendet Hypnose an. Sie gehen mit ihm immer wieder den Weg zum Fundort nach, damit seine Erinnerungen zurückkommen. Alles ohne Erfolg. Bis Michael eines Tages plötzlich mit einer ganz neuen Version das Ermittlungsteam überrascht. Matthew Levison starb in der fatalen Partynacht. Aber angeblich wurde er nicht ermordet. Es ist die Nacht des 23. September 2017 und Michael und Matthew streiten sich, weil der 43-Jährige die Party früher verlassen will als sein jüngerer Freund. Laut Michael habe er sich ins Wohnzimmer gelegt und Matthew in ihr Schlafzimmer. Am nächsten Morgen sei er aufgewacht und Matthew lag tot im Bett. Er vermutet, dass Matthew angeblich zu Hause allein Drogen genommen hätte und an einer Überdosis GHB gestorben sei. Doch statt in Panik zu geraten oder einen Rettungswagen zu rufen, sei Michael in den Baumarkt gefahren. Er wollte seinen toten Freund ungesehen verschwinden lassen. Noch während Matthew tot in der gemeinsamen Wohnung liegt, habe Michael dann bereits online nach neuen Sexpartnern gesucht. Spät in der Nacht sei er dann außerhalb von Sydney gefahren, wo er Matthews Körper im Wald verscharrt hat. Es ist eine Version, die ihm niemand wirklich glaubt, zumal es Videobeweise gibt, dass Michael eine Stunde nach ihrem gemeinsamen Verlassen wieder zum Club ging. Allerdings kann auch niemand das Gegenteil beweisen. Die Untersuchung der Knochenreste von Matthew Levison können keine eindeutigen Beweise liefern, wieso der 20-Jährige starb und ob er an einer Überdosis starb oder ermordet wurde. Dass Matthew wirklich durch eine Überdose starb, halten viele Menschen für möglich, nachdem Details aus Michael Atkins Leben an die Öffentlichkeit gesickert sind. Doch dass er die Drogen freiwillig genommen hat, zweifeln viele an. Es melden sich zahlreiche junge Männer, die über Michaels ausschweifende Party-, Drogen- und Sex-Eskapaden berichten. Und das zu der Zeit, in der er vor Gericht zum Fundort von Matthews Körper befragt wurde. Er hat junge Männer zu sich nach Hause gelockt, zu seinen selbsternannten Poolpartys für Pornostars, wo er diese mit Drogen versorgt und anschließend zum Sex überredet hat. Einer der Männer berichtet später, er hat uns ständig begrapscht. Er wollte allen die Hemden ausziehen und dann packte er den jungen Kerlen am Arsch. Wir dachten, er wäre einfach ein alter Kerl, der versucht Spaß zu haben, solange er noch kann. Niemand von ihnen hat geahnt, dass er schon einmal wegen Mordes vor Gericht stand und er zu dieser Zeit der Mittelpunkt weiterer Ermittlungen ist. Dass Matthews Todesumstände nie geklärt werden können, ist für seine Familie ein weiterer Rückschlag. Sie werden nie wissen, ob Matthew ermordet wurde und sein Mörder nach seinem Freispruch sein Leben weiter genießen kann. Alles, was ihnen bleibt, ist die Erinnerung an Matthew aufrechtzuerhalten. Sie haben den Baum, unter dem Matthews Körper im Wald gefunden wurde, in ihren Garten pflanzen lassen. Sein Vater hat ein Porträt seines Sohnes tätowieren lassen, sowie den Spruch zu Ehren seines Sohnes: Tod hinterlässt einen Herzschmerz, den niemand heilen kann. Liebe hinterlässt Erinnerungen, die niemand nehmen kann. Und die beiden nehmen jedes Jahr an den Pride-Paraden in Sydney teil. Sie wollen all das machen, was Matthew auch gern getan hat, was ihm Freude bereitet hat und was ihm nun für immer verwehrt bleibt. Weil er mit gerade einmal 20 Jahren auf für immer ungeklärte Weise sein Leben verloren hat.